Links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Meine Fresse. Warum habe ich für so einen Schrott hier zwei Dietriche verbrauchen müssen? Und wieso wacht der Kerl nicht auf? Wachen wohl nur die mit einem leichten Schlaf davon auf. So, den Rest kann ich laufend zurücklegen. Okay, niemand hat was gemerkt. Sehr schön. Und jetzt ab in dieses Haus. Und danach fehlt nur noch das Richterhaus und die Häuser ganz hinten. Ich habe aber erst ein oder zwei Blutkelche, oder ich glaube nur einen. Goldener Kerzenständer. Raus hier. Fuck, ich war wohl zu laut. Gut, also sollte ich hier wohl doch reinschleichen. Und danach gleich mal springen, sobald ich drin bin. Dann sollte er es nicht merken. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Das war wohl ein Fail vom letzten Save noch, von gerade eben. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. Warum der das gerade sagte. Aber ich bin leise genug. Solange ich springe und schleiche. Ich glaube, wenn ich nicht irre, sind wir gerade bei Valentino im Haus. Ja, sind wir. Der ist nämlich noch nicht da. Und hier ist übrigens eine Truhe, die wir nur mit seinem Schlüssel aufbekommen. Also brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Scheiße, ist doch nicht die Truhe. Die müssen wir wohl doch knacken. Okay, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, links. Mich wundert gerade, dass hier niemand aufwacht. Das ist, glaube ich, irgendwie die Truhe von der Bürgerin hier. Huch, toller Sprung, das sah ja total bescheuert aus. So, ein Silberteller und jetzt noch was. Wie gesagt, es gibt hier eine Menge versteckte Schalter, auch bei Valentinos Haus, weil Valentino hat einen Blutkelch, wir haben seinen Schlüssel, wir haben den Schlüssel noch nicht verwenden müssen, also muss uns da doch was auffallen. Ja, ganz genau, hier muss es auch einen Schalter geben. Shit, ich stehe falsch. Tada! Ja, diese Lampe, die war der Schalter. Und jetzt ist hinterher so wieder so schwarze Streifen, hallo Lothar. Und hier ist die Truhe. Und der hat, Alter... Der hat hier knallhart ein Skelett mit reingetan. Ich meine, nein, nicht ein Skelett, sondern irgendeinen Typen hier drin verhungern lassen oder was. Ist der ein Mörder? Fuck. Ja, mach, dass du wegkommst. Gut, okay, Glück gehabt. Nichts passiert und die Musik fehlt immer noch. Jetzt hoffen wir mal, dass wir im Richter reinkommen, sonst haben wir gerade ein bisschen Zeit vergeudet, dadurch, dass wir überhaupt dahin laufen. Dass der Richter nicht mehr da steht, wollte ich damit sagen. Jo, gut, also gemütlich reinlaufen, Truhe öffnen, alles mitnehmen und den dritten Blutkelch, glaube ich, dass wir den dritten haben. Hallo Richterhauswache, die so viel zu tun hat und einfach nur chillt. So, wir haben jetzt drei, oder? Ich sollte schnell nachgucken, auch wenn das mich jetzt wertvolle Zeit kostet. Okay, drei. Wie, wo ist es denn? Es ist erst zwei, ja, ich habe noch jede Menge Zeit. Ich bin bloß verwirrt, weil die Musik hier nicht aufkreuzt. Musik, komm zurück. Wo bist du? Also ohne Musik ist es irgendwie dumm. Jawohl. Oh, scheiße, da ist eine Stadtwache. Okay, ich sollte warten, bis sie weg ist, oder ich könnte sie mit Schlaf einschläfern. Wann hat Wambo denn hier Schicht, frage ich mich gerade. Die wechseln ja ständig Schichten. Auf jeden Fall schleiche ich mal hier rein. Die Stadtwache sieht mich nicht. Jetzt kann ich springen. Nehme ich hier alles mit. Ja, ja, jetzt ja, sammel ein. Ich glaube, das ist Luteros Haus. Dann müsste hier, glaube ich, auch ein Blutkelch sein. Ah, die Musik ist zurück. Hä? Hat er zwei Besen hier rumliegen oder was? So ein Spasti. Wir springen hier durchs Level. Yay. Ja, vor allem durchs Level. Durchs Häuschen, eher. Ah, seht mal. Hä? Pfandbrief. Silberkelch. Ah, das ist tatsächlich Luteros Haus. So, es ist jetzt halb drei oder zwei oder so. Ja, knapp halb drei. Und wir haben schon fast alle Häuser bis auf zwei durchsucht. Und wann wir die zwei durchsuchen können, weiß ich im Moment nicht. Leider kann ich den Stadtwachen-Typ nicht ansprechen und fragen, wann er sich hier endlich mal verzieht. Und wenn ich ihn einschläfern müsste, bräuchte ich dafür mindestens zwei Spruchrollen, denn hier sind auch zwei Häuser. Obwohl, Salandries Haus, das ist doch eigentlich nicht tabu für mich. Nope, ich kann da rein.
Und Salandriel wacht auch nicht auf, das ist cool. Gut, hier kann ich alles mitnehmen. Ach du Scheiße. Okay. Oh, er hat gesehen, wie ich was geklaut habe. Und er versinkt im Boden. In Zeitlupe. Okay, seltsam. Ich klaue hier alles vom Kamin und erst wenn ich dann den Knochen nehme, merkt er was. Ja, okay. Auch egal. Ja, fick dich doch. Warum denn jetzt? Warum hat es dich vorher nicht gejuckt? Stand ich da weit genug weg von dir oder was? Ja, notfalls lasse ich die jetzt erstmal zurück. Aber ich hab noch zwei Blutkelche. Ich habe diesen Pfandbrief, den lese ich jetzt mal schnell. Zur Tilgung der ausstehenden Schulden wird ein Pfand ausgesetzt, der mit seinem Reinwert der Höhe der Schulden entspricht. Pfand verzierter Kelch aus Gold aus der Sammlung der Blutkelche. Gezeichnet Lutero Händler und Lehmer Pfandverleiher. Aha! Lehmer hatte einen der Blutkelche. Und zwar den von Lutero. Das wäre dann der fünfte. Und ich denke... Moment, haben wir schon fünf oder irre ich mich gerade? Scheiße, wir haben erst drei. Okay, das wäre dann erst der vierte. Und einer ist da drüben noch in dem Haus... Neben Salandriel, ja, diesen Schalter habe ich schon gekannt. Den habe ich auch letztes Mal zufällig entdeckt. Ach, scheiße, kein Blutkelch. Okay. Ich frage gerade, wo ich einen vergessen habe. Wir können das Ding getrost offen lassen. Das checkt eh keiner, dass es offen ist. So, ein Silberkelch. Gletscherquarz. Hey, die Wache ist weg! Und Wambo ist auch nicht da. Okay. Also Wambo ist nicht da und die andere Wache ist auch nicht da, wollte ich sagen. Schnell Flügel und Knochen des Skeletts mitnehmen und dann nichts mehr raus hier. Und auf in das nächste Haus. Und zwar ganz schnell. So, hier ist ein weiterer der Blutkelche. Und hier ist der Schlüssel dazu. Fuck. Ja, irgendwie, das ist hier ein Problem gewesen. Da bin ich auch letztes Mal nicht rangekommen. Ich muss einfach hier auf das Holz hüpfen. Dann kann ich den erreichen. So, jetzt habe ich den Schlüssel für diese Truhe. Jetzt schnell an die Truhe. Gut, es ist immer noch keine Wache da. Jetzt stehe ich auf der Truhe drauf. Da wollte ich nicht hin. Und niemand hat gemerkt, dass ich gerade gelaufen bin. Und hier ist der letzte Blutkelch. Den habe ich jetzt so schnell weggedrückt, dass... nicht der letzte, aber der eigentlich letzte. So, letzter Schritt nach draußen mit Schleichen gemacht. Den habe ich jetzt so schnell weggedrückt, dass niemand ihn gemerkt hat. Fuck, ich weiß, wo der letzte Blutkelch ist. Und den Blutkelch kann ich überhaupt noch nicht einsammeln. Och nee, wie dumm. Ich bin ja so doof. Jetzt habe ich extra jetzt wollte ich extra die Blutkelche noch holen, bevor ich mich einer Dings... bevor ich mich hier einer Gilde anschließe. Und dann muss ich den sogar... Muss ich sogar mich einer Gilde vorher anschließen. Okay, dann ist die Blutkelche auch noch nicht schaffbar, aber den letzten Blutkelch, den vorletzten Blutkelch kann ich jetzt noch holen. Und der letzte Blutkelch ist bei Lord Hagen im Haus. Und zu Lord Hagen kommen wir ja nur, wenn wir entweder Miliz oder Söldner oder Feuermagier sind. Anders kommen wir ja nicht in dieses Haus. Aber wenn wir dann eins von denen sind, können wir uns den sofort holen. Dann müssen wir, glaube ich, nicht mal bis Nacht warten. Jetzt holen wir noch schnell von Lehmer den letzten Blutkelch. Der hat den nämlich... Den von Lutero. Goldener Kelch, hier. Silberkelch. Und eine Truhe, die können wir auch gleich ausräumen, wenn wir schon mal hier drin sind. Ich meine, kostet ja nichts. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts. Das wäre... Oh oh. Was, da ist der Blutkelch. Au, au. Links, rechts, rechts, links, rechts. War es jetzt, oder? Ich denke mal. Links, rechts, rechts, links, rechts. Links, rechts, rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Ja. So, hier ist der Blutkelch. Ich dachte, ich hätte den gerade schon eingesammelt. So, sehr gut. Raus hier. Und schon haben wir wie viele Blutkelche? Fünf, nehme ich an. Ja. Und der sechste und letzte Blutkelch befindet sich im Besitz von dem Statthalter. Und der... residiert in Lord Hagens Haus. Also in dem Haus, in dem Lord Hagen gerade rumsitzt. Und das bedeutet, wir kommen da erst ran, wenn Lord Hagen
wenn Lothagen uns einlässt. Ich habe keine Ahnung, weil ich gerade rede, aber egal. Da drüben ist irgendwo übrigens irgendwo Wambo. Ja, da hinten an der Bar. Steck die Waffe weg. Kluges Kerl. Du hast ja nicht mal eine Waffe, du Hampelmann. Ich glaube, wenn ich nicht vergessen auf ihn gezaubert hätte, würde er sich gar nicht daran erinnern, dass ich ihn verschlagen habe, und dann würde er sicher nicht so eine große Fresse haben. So, jetzt hoffen wir mal, dass hier alle schlafen. Jo. Tja, mein Freund Stadtwache. Das tut mir wirklich leid, aber ich muss leider Daron ausrauben. Und da darfst du nicht dabei sein, und deshalb... Ja, wenn ich da übrigens reingehe, er bemerkt es. Er guckt ja genau in die Richtung. Gute Nacht. Und jetzt rein da. Letztes Mal habe ich es geschafft, ihn auszurauben, bevor er aufgewacht... der Stadtwachenhampelmann aufgewacht ist. Also, schnell. Links, rechts, rechts, links, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Ah. Ah, Schlafzauber, sehr gut. Sogar zwei. Die könnte man noch irgendwann benutzen. Ah, nein. Steh auf, du Idiot. Mann, schnell, muss ich beeilen, bevor der Typ aufwacht. Du willst doch hier schön alles mitnehmen. Oh. Was wolltest du da drin? Ich... Hilfe! Er will mich überfallen! Die Stadtwache will mich töten! Gut.